Ist an. Oh, ja, jetzt höre ich mich auch. Wunderschön. Herzlich willkommen zurück. Wir sind da für eine Mini-Snack-Runde. Sag mal, Manu, hast du Snacks? Ich habe Kaffee, das ist mein Snack. Oh, Manu, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe Käse und Weintrauben bekommen. Aber ich habe doch gerade erst Mittag gegessen. Während normal Mittagessen war, hatten wir ja einen Lunchgast. Deswegen habe ich jetzt gegessen und jetzt habe ich keinen Bock auf Snacks. Aber Manu, ich verstehe das Problem nicht. Wo haben wir denn jetzt hier ein Problem? Ja, ihr habt es gerade eben schon in der Sneak Peek gesehen. Wir haben einen Gast. Hallöchen. Einen ganz wunderbaren Gast, nämlich die Jennifer. Und du hast nicht nur Weintrauben und Käse mitgebracht für eine von den zwei ModeratorInnen. Es tut mir so leid. Ich hatte das extra gestern noch erwähnt. Da meine ich mich zu erinnern, dass es das geben wird. Ja, du hattest eine Chance. Es gibt ja auch sowas wie Express-Post. Nein, Quatsch, natürlich. Ich freue mich sehr, wenn ihr gut versorgt seid. Wir wollen jetzt mit dir ein bisschen snacken und ein bisschen quatschen über das, was du uns mitgebracht hast, außer dem Speisen und dem Essen. Ich bin sehr gespannt, was wir gleich erleben werden. Ja, und zwar ist das Thema so ein bisschen auch kritisch und das finde ich eigentlich ganz schön. Du darfst es gerne selbst introducen, wenn du möchtest. Oh, natürlich, gerne. ja, erstmal hi. Wie schon vorgestellt, ich bin Jennifer, Just One Wing. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, schon Freelance-Artist und gebe Workshops für Jugendliche und Kids, wo die Game Design lernen können oder wie sie eben ihre eigenen Charaktere gestalten. Oder mache meine restliche Zeit, gestalte ich selber Spiele, arbeite oftmals mit anderen Medienpädagogen zusammen, wo wir Spiele machen, die so ein bisschen einen ernsteren Hintergrund haben. Zum Beispiel habe ich mit Matt, den habt ihr auch schon kennengelernt, den kennt ihr hier alle. Ihr werdet den auch noch kennenlernen. Genau. haben wir zum Beispiel vor 2 Jahren das Spiel Invasion der Cybertrolle gemacht. Mhm. Wo es darum geht, das Internet zurückzuerobern von all den Trollen, die da rumlungern und dabei sozusagen den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass es Wege gibt, mit Trollen umzugehen tatsächlich. Mhm. Cool. Dass sozusagen mit losdiskutieren es manchmal nicht bringt, sondern einfach nur schauen, dass man die Leute beschützt, die angegriffen werden oder doch mal einfach das zu melden, wo es dann wirklich hingehört, wenn es ernst wird. Mhm. Und sowas irgendwie spielerisch zu übermitteln, das mache ich auch ganz viel, wenn ich nicht entspannt zu Hause sitze, während ich zeichne und das streame, dann mache ich sowas. Genau. Und heute reden wir auch über Character Design. Wie ich ja schon erwähnt habe, mache ich das öfter. Und auch mit ganz vielen Workshops und mit Jugendlichen zusammen. Und dabei geht es hauptsächlich darum, dass man ja schnell und zügig eine Figur erstellen möchte, die irgendwie Sinn macht. Und das klappt ja meistens nur, wenn man sich an seinen Schubladen und Klischees bedient, ja, da man ja nicht so viel Zeit hat zu erklären, oh ja, dieser Charakter hat 3 Jahre lang irgendwie als Baumfäller gearbeitet, wenn der dann aber nur super zierlich ist und irgendwie wahrscheinlich keine Axt hochkriegt, macht es nicht so Sinn, also gebe ich dem Muskeln und so eine Scherze, aber wo fangen sozusagen die Guggen-Klischees an und wo hören die Schlechten wieder auf? Ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Ja, also ja, und Klischees und Stereotype sind ja auch ein einfaches Mittel, um gleich was zu definieren, oder? Genau. Also sprachlos übermittle. Richtig. Wir haben ja sozusagen ganz, ganz viele Möglichkeiten, unsere Denkweise, das, was wir sozusagen kennen, wieder in etwas zu packen, was für uns Sinn ergibt. Und da ist jetzt sozusagen die tolle neue Entwicklung, die wir haben, dass unser Umfeld anfängt, uns zu zeigen, dass es nicht nur einen Typus gibt, der als schön definiert ist. Es gibt nicht nur einen Typus, der als stark definiert ist. Es gibt nicht nur einen Typus, der als irgendwie schwach definiert ist. Und das hilft ungemein dabei, dass die Leute da auch anders drin anfangen zu denken. Aber das muss sozusagen immer irgendwo anfangen. Und das kann nicht anfangen, wenn nicht irgendjemand mal aus diesen Klischees ausbricht und eine starke Figur macht, die eben nicht 5 Zentner Kilo Muskelmasse hat und männlich ist und am besten noch blond und weiß. So, da können wir vielleicht uns auch noch 2 andere Sachen genau. Und das fängt jetzt langsam an. Und das ist natürlich auch ganz vielen Artists,
die müssen da unglaublich viel Gehirnschmalz reinsetzen, um nicht da in alte Klischees zu fallen, auch selber wieder das zu machen. Das ist wahrscheinlich auch ein unheimliches Relearning dessen, was man irgendwie jahrelang geübt hat und natürlich auch Charakter zu bauen, die in einer Character-Story funktionieren, die natürlich auch möglicherweise an Grenzen geht. Ich bin ganz gespannt, was du uns zeichnen wirst, denn tatsächlich haben wir die Chance, zuzugucken. Richtig. das machen wir jetzt nämlich. Ich habe mir einfach gedacht, Nina, ich zeichne dich in mehreren Varianten. Eiskalt. Ne? Das machen wir doch einfach mal ganz spontan. Jetzt bin ich sehr gespannt. Genau, wird mein Tablet jetzt für euch gespiegelt. Das heißt, wir werden jetzt alle ein bisschen kleiner gemacht. Ja. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, Nina sieht man ich jetzt nicht mehr so richtig hinter Manu. Vielleicht können wir Manu auch noch mal einen Ticken kleiner machen oder dann geht das auch. Und ich zeige euch jetzt sozusagen, wie ich sowas angehe. Mhm. Vorher will ich noch einmal eine Weintraube. Ich wollte gerade sagen, Manu, du musst Zeit irgendwas snacken. Sagen. Wir müssen noch mal, wir müssen noch mal was essen. Manu, erzähl mal was. Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf dieses Thema, weil gerade aus der, also bei den Videospielen kennt man das ja auch, dass klassischerweise eben die Ritterin so eine knappe Rüstung anhat und solche Geschichten. Also da müssen wir nachher auch mal drüber reden, wo diese ganze Male Gaze-Geschichte herkommt. Das liegt ja nicht nur darin begründet, was du jetzt gerade gesagt hast mit diesem, dass man daran irgendwie erkennt, sie ist eine Ritterin, sondern da ist ja eigentlich genau das Gegenteilige, dass man sagt, ja, mit so einem Bikini geht doch eigentlich keiner in eine Schlacht. Also nee, übrigens geht das tatsächlich keiner. Es tut nämlich auch weh, wenn man getroffen wird. Genau. Und man kann nicht immer alles mit Magie rechtfertigen. Ja. Ganz genau. Ne? Also das ist tatsächlich gibt es da ganz tolle Abhandlungen dazu, dass als auch die ganze Comic-Szene und Co. anfing, wo ja vieles unserer gerüsteten Frauen herkommen, wo es immer heißt, die sind doch alle schon stark, dann lass die doch einfach nackig rumrennen, dass das nicht sozusagen nie in Bedacht, nicht erfunden wurde, in dazu gedacht wurde, dass das Frauen gefällt. Ja. Das war von Anfang an dazu gedacht, dass das Männern gefällt, dieser Male Gaze Ding. Und dann kam immer ganz schnell das Argument, ja, aber die Männer haben ja auch übertriebene Muskeln. Und das ist ganz lustig, weil das ist tatsächlich auch etwas, was Männern gefällt. Wenn man Frauen fragt, was sie attraktiv finden, dann sagen die, wunderschöne Augen, natürlich auch Muskeln, aber nicht, und also super selten in dem Umfang, in den ganzen Umfragen war das dann so eine harte Kinnlinie oder irgendwie eine betonte Jawline und sowas. Und es ist ja nicht umsonst, dass auch der Schauspieler von Thor genauso viele Fans hat wie der Schauspieler von Loki. Ne? Ja. Weil also das ist sozusagen komplett anderer Typ, trotzdem unfassbar attraktiv. Und dieser Gedanke, dass sozusagen, aber hier, der He-Man, der ist ja auch nackig und muskulös. Ja, aber wer fand He-Man cool? Das waren ja die Jungs. Das waren die Jungs, ganz genau, richtig. Das ist, und die nackigen Frauen, die halt gerettet werden mussten, die waren sozusagen dann auch einfach nur hübsch und alles, wozu sie sozusagen da war, war hübsch zu sein. Und das sieht man auch in ganz vielen Zeichnungen. Ich kann es jetzt mal ganz kurz nochmal hier zeigen in der Zeichnung. Da wenn ich früher Nina gezeichnet habe, auch wenn ich früher Nina gezeichnet habe, ich müsste das auch, habe mir das auch wieder neu anlernen müssen, dann wäre Nina in so eine schwungvolle Pose geraten, hätte ihren Arsch dabei rausgestreckt und egal ich wie viele... Ich fühle mich übersexualisiert. Richtig, egal wie viele Brüste sie hat, genau, sie wären sofort rübergekommen und die Hand wäre in so eine ganz lockere, leichte Haltung gegangen, nur damit sie sozusagen irgendwie leicht und flockig an ist. Ne? Sie wäre viel zu dünn geworden und es ist halt ne, so wirklich, damit die Hüfte eigentlich irgendwie durchbricht, dünn und Hilfe, ich habe die Schultern schon viel zu breit gemacht. Ich wollte gerade sagen, nicht. Also das sind ja, die sind müssen, ja viel zu breit. Genau, sie kommt jetzt schon durch. Dass sie, genau. Wie, die Sache ist ja auch, dass man ganz, ganz oft unterschätzt, wie sehr weibliche Personen oder weiblich gelesene Personen auch in ihrer Gesamtidentität gelernt haben durch die allgemeine Vermännlichung und den Male Gaze, dass sie sich in diesem Male Gaze auch wiederfinden. Das heißt, ich habe auch ganz viele Freundinnen, die sagen, ja, aber ich finde das, was den Männern gefällt, finde ich selber auch gut. Was meinst du, haben wir schon einen etwas neutraleren Blick auf Charaktere gewonnen, dadurch, dass sie jetzt
mehr in unserem Umfeld und in unserer Medienwelt vertreten sind? Oder ist das etwas, das immer noch in einem sehr, sehr starken Lernprozess ist? Ich persönlich habe das sowohl bei Leuten, die Fans sind, als auch bei anderen Artists einen Ruck auf jeden Fall festgestellt. Also ich muss sozusagen nicht mit den meisten Artists noch darüber diskutieren, warum er das jetzt so super notwendig findet, da die riesigen Brüste nochmal dran zu klatschen. Macht er trotzdem, aber das artet nicht in eine Diskussion aus. Und dann heißt es immer nur, ja, weil ich es halt gut finde. Und das heißt, es passiert, also der Ruck ist da, aber es passiert immer noch super schleppend, weil sowohl Männer als auch Frauen sagen, aber das ist doch schön, das mag ich doch einfach. Ja. Und da setze ich halt super gerne an und sage, das ist völlig in Ordnung. Du darfst tatsächlich immer noch deinen Charakter sexy machen, wenn du einen Charakter designt hast, der auch sexy ist. Mhm. Also wenn ich jetzt, das wäre jetzt meine alte Nina, ihr könnt ja nochmal, also genau, ihr seht ja meinen Bildschirm sowieso. Ja, ja. Das wäre jetzt meine alte Nina, die kriegt hier noch so ein paar Ketten um und man kann jetzt sagen, okay, ja gut, das ist sie jetzt vielleicht, ne, aber viel von ihr ist da jetzt nicht so richtig erkennbar und ich kann jetzt sagen, aber nee, die ist schon eine harte, warte, ich gebe ihr nochmal so ein Nietenarmband oder sowas. Ne? Jetzt ist klar, die ist auch... Jetzt ist sie tough. Genau, richtig. Vielleicht noch so einen coolen, schrigen Gürtel und wow. Oh, das hatte ich früher wirklich. Ja, ne? Also es war wirklich, ich habe meinen Gürtel früher wirklich so getragen. Der war nur so in so zwei Schlaufen fest auf einer Hüfthose und das war so. Nina genau. Sah mal so aus. Richtig, ne? Und mittlerweile sage ich, wenn Nina gerne sozusagen nur sich den ganzen Tag so rumläuft und sagt, ich möchte jederzeit so aussehen, als ob ich sexuell available bin, dann ist das völlig okay, wenn sie das auch so möchte. Aber wenn dein Charakter das nicht ist, dann musst du auch dazu in der Lage sein, als Artist das irgendwie rüberzubringen und dass das mit deinem Charakter mit reinfließt. Und dass das nicht nur wie diesen Klischees, wenn ich einen Charakter designe, ich gebe dem noch so ein paar Gimmicks, sondern das, was wir heute machen, wir lassen den gesamten Charakter sprechen, das, was seine Geschichte erzählt. So, ne? Und Nina wäre nicht Nina, wenn wir sozusagen das einfach alles weglassen, nur um diesem alten Klischee zu entsprechen. Also eine moderne Nina würde ich anders zeichnen. Jetzt bin ich richtig gespannt, was jetzt kommt. Nina, wie unverschämt, oder? Sie redet nebenher, zeichnet da mal eben so locker flockig ein paar Minuten. Ja, was ich muss echt. Also da, ich werde schon ein bisschen neidisch gerade. Ich auch. Ich übe das ja auch ganz viel, so ist ja nicht. Ja, und tatsächlich übt es auch total, wenn man das in einem Stream macht. Und ich wollte das noch einmal betonen, du streamst auch deine Kunst. Und zwar auf Twitch tust du das. Genau. Und ich bin ja immer ganz, ganz großer Vertreter davon, dass Leute bitte mehr Diversität in Themen auch in die Streaming-Dienste pushen. Mhm. Und das wird natürlich mit Character Design auch ganz, ganz großartig gläsern praktisch schon gezeigt, wie eigentlich so ein Charakter nicht nur entsteht von den Formen her, sondern auch, was man sich nebenbei für Gedanken machen muss darum, wie denn das Aussehen sein soll, um eine bestimmte Nachricht zu transportieren. Genau. Also das ist schon ganz spannend. Wenn ihr im Chat vorbeischaut, da findet ihr auch immer wieder, wir haben eben so einen Bot oder der Tolke Weinhold postet. Mhm. Jennifers Portfolio findet ihr auf justonewing.de. Ja. Genau, und da findet ihr alle weiteren Infos. Ist das ein Bot oder ist das jemand aus dem Team? Das ist jemand aus dem Team, oder? Tolke, ja klar. Tolke freut sich jetzt ganz bestimmt darüber, dass du gesagt hast, es wäre ein Bot. Weil da so eine Stimme. Wie schön. Ja, es ist, genau, das im Stream rede ich halt auch oft darüber, ne? Ich mache so ein paar Workshops ab und an, wo ich immer den Leuten erzähle, okay, wie mache ich mein Line Art, wie mache ich Sketches, wie lasse ich die beweglich aussehen, wie bringe ich Gefühle halbwegs vernünftig rüber und wie mache ich das Ganze ein bisschen irgendwie lockerer oder aber halt auch für Themen wie male ich wirklich nicht, wie komme ich aus alten Gedankengängen raus, wie male ich nicht mehr sexistisch, obwohl ich sozusagen immer noch sexy Charaktere zeichnen möchte, ne? Weil es ist ja auch ganz wie im realen Leben, wenn du deinen Charakter machst, überlegst du dir, okay, wie fühlt er sich, wie denkt er, und klar, jeder Mensch möchte attraktiv aussehen, so, das ist so im Grunde das, was man sich wünscht, ich möchte für mich persönlich attraktiv sein, aber was attraktiv ist, ist halt für ganz viele unterschiedlich und es wird auch ganz lange ignoriert, dass es eine Bandbreite an Männern gibt, die nicht diese kleinen Kurven irgendwie genau in dieser Form möchte, die einfach so ein Schlabber-T-Shirt über einer zerfetzten Jeans
genauso hot finden, wie wenn das irgendwie im halbnackig da irgendwie rumrennt. Und es hat auch ganz viele Leute gibt, die es einfach auch satt gesehen haben, irgendwelche Superhelden halbnackig zu machen. Ich meine, ich bin auch, ich labe auch, wie Nina auch, und wir wissen beide, wenn du da im Wald rumrennst mit hochhackigen Schuhen. Es geht übrigens nicht. Es geht nicht. Und wenn du dann irgendwie nichts dabei hast, nicht mal eine Tasche, wo du was reinmachen kannst oder irgendwie dein Schwert dran aufhängen kannst, dann hast du einfach nur ein Problem. Und es nervt dann, sowas zu sehen und sich zu denken, jo, das war das Notwendige, was jetzt da abgebildet wurde. Ich will immer noch gut aussehen, während ich meine Rüstung anhabe, aber das geht. Dieser realistische Anspruch an das, was man sieht, gehört für mich auch immer ganz, ganz stark dazu, wie immersiv ein Charakter sein kann und wie immersiv Charaktere einen auch in die Welt holen, die sie darstellen, weil natürlich gehören Charaktere auch immer irgendwie in eine Welt, und wenn man sich in diese hineindenken möchte und einem dann Sachen auffallen, die einfach so physisch nicht funktionieren oder nicht auf die Schippe genommen werden können, dann ist das immer etwas schade. Ich erinnere mich gerade an die Kaffeetasse, die bei Animal Crossing in der Hosentasche von dem einen von dem Nook verschwindet und wo dann auch ganz lustige Memes draus gezeichnet wurden. Natürlich kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, was ist denn in der Realität wirklich machbar und wie sehr will man das auf die Schippe nehmen. Was mich mal interessieren würde, ist, wie bist du dazu gekommen, deinen Finger so in die Wunden zu legen und zu sagen, ich möchte da gerne gegen den Strom gehen und das genau so nicht machen, wie es erwartet wird, damit es funktioniert? Das ist eine ausgezeichnete Frage, hat mich auch nicht niemand gefragt. Das ist tatsächlich grundsätzlich passiert, weil ich mich selber oft ausgeschlossen gefühlt habe. Mhm. Es ist zwar so ein ganz schleichender Prozess, weil ich gemerkt habe, irgendwann, als ich das bei anderen immer mehr gesehen habe, dass das Leute machen, dass das machbar ist, dass irgendwie auch eine Halbschwarze jetzt irgendwie bei den Hauptfiguren irgendwie mit dabei ist, da war ich dann irgendwann so, ich habe noch nie ein schwarzes Mädchen gemalt. Ja. Weil auch mein Schönheitsideal bei den ganzen blonden, was man jeden Tag weißen, sieht. Was ich jeden Tag sehe. Ja. So, ne? Und ich habe mich da selber immer total für irgendwie so ein bisschen fertig gemacht und war immer so ein bisschen traurig oder habe mich dann nicht so dazugehörig gefühlt. Und als es dann die ersten Charaktere gab, mit denen ich mich zu 100% identifizieren konnte, war es dann so das erste Mal, wow, was für ein tolles Gefühl. Ich möchte, dass das noch mehr haben, die so sind wie ich. Weißt du, ich möchte das weitergeben. Also das erste Mal irgendwie einen Charakter zu sehen, der nicht nur zielig und winzig ist, sondern der genauso sexy gefunden wird. Es war eine Revolution in meiner Welt. Das ist ein super schönes Beispiel, wie wichtig einfach diese Repräsentation ist. Ja. Also das ist halt einfach diese Vorbilder, diese dass man es auch gesehen haben muss, einfach um sich selbst inspiriert zu fühlen, oder? Ich musste es vorher gesehen haben und da fällt mir immer wieder auf dieses, wenn es nicht existiert ist, aber das gibt's doch schon, Frauen als Superhelden, so, dann sage ich, aber wir haben jetzt gerade letztes Jahr irgendwie 8 Filme veröffentlicht, von denen waren 2 von weiblichen Superhelden, die wirklich alleine die Superheldinnen waren. So, und es gibt immer noch keinen Marvel-Film, der wurde jetzt ja verschoben. Gibt's immer noch nicht. Und dann war auch das Gegenargument war auch immer gleich, verstehe ich nicht, ich kann mich doch auch mit Will Smith identifizieren. Dann sage ich, alle anderen gehabt, mit denen du dich identifizierst. Klar kann ich mich natürlich auch in Superwoman reindenken, obwohl sie jetzt natürlich nicht schwarz ist. Das habe ich überhaupt kein Problem bei. Ja. Aber es ist cool, wenn du irgendwo existierst. Wenn du auch gesehen wirst und wenn auch dein Bild praktisch funktioniert innerhalb dieser Gesamtsituation. Ich finde das auch gut. Ich bin zum Beispiel im Moment auf der Schiene, dass ich sage, es nervt mich an, dass es, wenn Serien oder auch wenn Medienproduktionen nicht divers sind. Ja, das ist so. Ich bin auch mittlerweile, wo ich sage, ich brauche jetzt auch nicht, dass sozusagen irgendwelche historischen Filme geändert werden, obwohl mich das nochmal abholt, wenn auf einmal nicht darauf geachtet wird, welche Hautfarbe sozusagen die historisch korrekten Charaktere haben, finde ich tatsächlich wieder ein bisschen lustiger, aber ich bräuchte es nicht. Aber in allem, was modern produziert wird, endlich mal das wieder zu spiegeln, was die Realität ist, vor allem auch Sachen für mich auch, die in der Vergangenheit spielen,
total wichtig, weil auch unser Mittelalter nicht so weiß und simpel war, wie gesagt, richtig, dass wir eigentlich alle völlig durchmischt auch schon früher waren. Das stimmt. Wenn das endlich mal auch da gebildet werden würde, wenn einfach die Charaktere auch noch realistischer erforscht und nachgezeigt werden würden, würde ich das sehr begrüßen. Ja, das würde schon sehr helfen, das stimmt. Genau, ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass das immer with a grain of salt genommen wird und dass man dann auch diesen historischen Anspruch, der konstruiert wird. Ich habe darüber übrigens auch schon mal auf der Play, glaube ich, sogar auch einen Vortrag gehalten, darüber, wie Diversität und der historische Anspruch tatsächlich auch etwas diktieren, was so gar nicht bewiesen ist, sondern einfach nur angenommen wird, und zwar aus der Perspektive heraus von modernen Menschen, die meistens auch einfach weiß sind und dementsprechend ein Privileg mit sich bringen, dann etwas zu definieren, was ihnen eigentlich so, also worüber sie nicht, was sie nicht so reflektiert haben, ob das richtig ist, das zu tun. Und deswegen mag ich das auch sehr, dass wir in unseren Medienwelten jetzt versuchen und das auch aktiv tun und aktiv die Möglichkeit haben, Stereotypen einfach mal aus dem Fenster zu kicken. Ja, bam. Großartig, großartig. Ich sehe gerade schon, dass du mich anders modernisierst. Ja. Das ist ja schön. Ich fühle mich so geehrt, dass ich gezeichnet werde. Oh Gott. So, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Also wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Das heißt, du hast noch ein bisschen. Super. Und wir wollen ja nicht, dass du lost gehst in deinen ganzen... Du meinst wie bei Lost Was? In Play? Wie bei Lost in Play. Wir wollen ja nicht, dass das hier lost geht. Das ist richtig. Oh, herrlich. Und ja, genau. Also... Manu, wie ist denn das bei dir gewesen, als du gemerkt hast, so hey, der Aufschrei ist da, wie ist denn das, warum sind denn so viele stereotypische Schubladendenken in den Medien, die ich konsumiere? Nee, also gerade in der Videospielszene haben wir das ja schon ewig, dieses Thema eigentlich, ja. Das, was ich anfangs angesprochen habe, mit diesen auch sexistischen Zeichnungen und Darstellungen von weiblichen Heldenfiguren oder überhaupt weibliche Heldenfiguren. Ja. Ich bin total happy, dass sich das so aufgelockert hat in den letzten Jahren. Und da sieht man ja auch wirklich, dass dieser Protest oder dieser Unwille, das weiterhin zu akzeptieren, ja auch tatsächlich Fuß gefasst hat. Also klar, jeder kennt jetzt inzwischen Last of Us, einer der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Ja. Wir haben Hauptfiguren, die offen lesbische Beziehungen führen. So Miles Morales kommt jetzt irgendwie als neuer Spider-Man. Ja. Natürlich kriegt endlich sein eigenes Spiel. Also ich bin total happy, dass sich da so viel getan hat. Und ich habe auch das Gefühl, also gerade so Assassin's Creed, gerade Ubisoft hat sich ja nicht immer mit Ruhm bekleckert, was weibliche Figuren angeht. Oder sie auch immer in den Hintergrund geschoben oder gar nicht animiert. Ja. Und auch da hat sich jetzt viel getan. Die ganzen neuen Assassin's Creed haben immer einen männlichen, weiblichen Hauptcharakter, kannst du frei wählen, beide sind gleichberechtigt. Mhm. Und auch jetzt Valhalla kommt ja jetzt demnächst. Auch da ist die weibliche Hauptfigur richtig angezogen, hat richtig viele Schichten und Lagen an und ist großartig bedeckt mit Klamotten. Also man sieht fast gar keine Haut mehr. Ja. Nee, weil sie auch nämlich eine Kämpferin ist. Und genau, ich sage euch, mit bloßer Haut kann man nur schlecht kämpfen. Ja. Als Laperin kann ich euch sagen, auch schon Schaumstoffwaffen tun weh auf ungeschützten Körperteilen. Ja. Da will ich mir nicht vorstellen, was passiert, wenn das eine echte ist. Das heißt, man kann das sehr genießen. Halt genau, also. Man ist dann tot. Arm ist dann ab. Also ich finde, man kann es dann auch genießen, wenn man merkt, dass diejenigen, die einen großen Mainstream-Impact haben, diesen auch zu nutzen wissen. Und ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Dinge, die wir auch glücklicherweise erleben dürfen, dass auch die Community immer offener wird. Ich finde, das ist sehr schön, für mich auch und ein auch, heilsamer dass Gedanke. Endlich diese Ausrede weg ist, Spiele mit weiblichen Figuren verkaufen sich nicht oder so. Ja. Also, dass das endlich widerlegt ist, dass das einfach schon immer Quatsch war. Und dass auch nicht immer die gleichen Figuren dann als Galionsfiguren emporgehoben werden. Ja. Lara Croft war jahrelang das, wo viele GamerInnen gesagt haben, aber wieso, ihr habt doch Lara schon so lange. Mhm. Auch erst mit den neuen Produktionen wurde das ja zu einem Charakter, der für das moderne Publikum zugänglicher war. Und, ja, und Laura hat ja auch als Sexobjekt angefangen. Ja, natürlich, deswegen Brüsten. Ja. Lustigerweise hat Lara nicht nur als Sexobjekt angefangen, sondern sie hatten das Spiel fertig und haben festgestellt, oh, Indiana Jones gibt's ja schon. Mhm. Weil es 1:1 Indiana Jones war, was sie einfach gebastelt haben. Ja. Dann machen wir einfach... Machen wir einfach eine Frau draus, bums. Genau. Ansonsten hätte er es halt auch... Ja.
anders gelaufen. Ne? Ja. Ja, und auch Samus, also von Metroid, ja, war ja auch eigentlich nur so ein Gag am Ende. Genau. Auch wieder eigentlich nur als Belohnung, wenn man es in Rekordzeit durchspielt, dann zieht sie die Rüstung aus. Richtig. Auch das ist ja eine Galionsfigur gewesen, die eigentlich unter falschen Voraussetzungen geworden ist. Wobei man dann eben auch sagen darf und auch sollte, dass das dann zurückgeclaimed wurde. Ne? Genau, also das hat sich die Community ja auch zum Teil auch zurückgeholt und auch die Entwickler, die gesagt haben, nein, wir möchten daraus gerne starke weibliche Charaktere machen oder weiblich gelesene Charaktere. Das ist ja auch etwas, das immer zu wenig, meiner Ansicht nach, zu wenig Beispiele findet. Genau. So, wenn wir noch einmal zurück zu deiner Zeichnung kommen, weil wir nämlich auch nur noch 5 Minuten haben und du dir sagtest, dass du gerne Schubladen aufbrechen möchtest. Genau. Erzähl doch mal, wie du jetzt die Schublade Super Sexy Nina, die sie natürlich sonst auch ist, aber Oldschool Nina, welchen Möglichkeiten du dich bedient hast, um zu zeigen, dass, oder um die Schublade aufzubrechen. Ganz genau. So, wir haben jetzt sozusagen hier, ich mache sie auch noch mal kurz zu Ende, damit sie auch natürlich zierliche Beinchen dazu bekommt, in einer lockeren, leichten Pose. So sehe ich natürlich immer aus. Super, das wusste ich. Deswegen, genau. So, genau, wir haben jetzt sozusagen hier so ein bisschen den Unterschied versucht zu verdeutlichen, was ist, wie wir das versuchen jetzt heute so ein bisschen darzustellen, wie du deine Charaktere einfach ein bisschen mehr ihre Individualität rüberbringen kannst, indem du sie das, ihnen das auch einfach zeigst und gibst, ohne dass du jetzt sagst, okay, deswegen ist die jetzt einfach, aber dann sieht die, dann ist die nicht mehr schön genug oder irgendwie so ein Blödsinn, von dem wir nichts halten. Das heißt, statt diese lockere, verspielte Pose habe ich versucht zu zeigen, okay, Nina ist eigentlich ein bodenständiger Mensch mit einer aber offenen Haltung, sodass ich gleich mit rüberbringe, wie ihr Charakter ist, so, ne, dass das auch gleich mit dargestellt ist, so mit einem festen Gruß, aber die Faust auf dem Knie mit der Pose nach vorne, einen festeren Stand, ne, also nicht dieses locker fluffige, ich springe und hüpfe meinen ganzen Tag durch die Gegend, kenne keine Frau oder also ne, über 13 noch macht, so, also dementsprechend so, mit so ein bisschen dem Fokus auf den großartigen Docs, die sie so gerne trägt, so, einfach um da auch nochmal den Charakterzug ganz deutlich wie mit hervorzuheben. Und natürlich jetzt keine Pose, die sozusagen, wo wir den Arsch nach hinten rausstrecken, das macht auch niemand im normalen Leben. Das machen die Models, während sie gerade ein Fotoshooting machen. Aber auch wenn die sich danach hinsetzen, sehen die wieder wie normale Menschen geformt aus. Und aber trotzdem natürlich, weil sie eine präsente, schöne Frau ist, in der Pose, wo man das auch sieht, ihren Körper. Ne? Also wo jetzt nicht jemand ist, der irgendwie in sich gekehrt ist und irgendwie klein, sondern hallo, hier bin ich, Fuß auf dem Tisch. Und zack, Manu, du übernimmst es mal, ich muss noch rot sein. Welcome to the Komplimente-Show. So ist das ein Charakterdesign. Ich mag den Charakter auch, Gott. Er ist mir jetzt schon sympathisch. Also dementsprechend, das ist so mein Ansatz, wie man das macht, dass man modernen Charakter Design. Das ist ziemlich cool. Vielen lieben Dank. Gefällt auch, dass du schön erzählt hast, woher das kommt, dass du diese Art von Character Design machen möchtest. Ich glaube, es hat das auch mal ganz gut aufgefangen. Ich freue mich sehr. Das freut mich. Ganz viel Lob aus dem Chat auch. Die lieben deine, danke und ja, ich liebe ihre Kunst einfach, sagt Rakisha. Ihr seid so süß. Ganz viele kennen dich auch schon und freuen sich auch schon. Und eine Frage war noch, was ist mit Dora the Explorer, fragt ein JM Minion. Was ist mit Dora the Explorer? Ich das ist eine ausgezeichnete ist. Frage. Dora ist sozusagen, glaube ich, ein großartiger Anfang gewesen. Ich persönlich mag sie nicht so sehr, weil sie auch wieder 2000. Dieses blöde Klischee rosa T-Shirt trägt, aber sie ist tatsächlich auch so im Aufschwung der Zeit der erste Vorreiter gewesen, wo man das so vorzeigen kann. Ich finde, wir haben mittlerweile fast noch bessere Sachen, die nachgerückt sind. Ja. Und da gehört Paw Patrol nicht dazu, weil da gibt es nur einen Hund, der weiblich ist. Das und stimmt. Der fliegt den rosa Helikopter. Ich wollte auch gerade sagen, es gibt viel bessere Beispiele dafür. Und ich habe gerade eben ganz schnell gegoogelt, Dora ist im Jahr 2000 entstanden. Und dafür ist es schon ganz schön dafür früh. Also wahrscheinlich war das auch so ein bisschen fast. Bahnbrechend. Ja. Ne? Ja. Ja.
Wunderbar. Wir haben dir zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken für diese ganzen Komplimente. Ich finde, du kommst jetzt einfach immer dazu und zeichnest Nina. Ja, du zeichnest jetzt einfach nebenher. Und dann kann ich hier einfach nur sitzen und grinsen. Nächstes Mal, Manu, bist du dran. Oh, okay, Manu. Aber in sexy dann. Aber dann in Old Style, bitte. Natürlich. Das gefällt mir sehr, das finde ich sehr schön. Sehr gut. Und ja, dann danke, dass du da warst und auch danke für die ganzen angenehmen Dinge. Guck mal hier, Jenny und Mina sind meine absoluten Lieblingsmodels, wird gerade in den Chat geschrieben. Oh Gott! Oh Gott! Sehr schön. Sehr wunderbar. Wir haben jetzt tatsächlich schon gleich die nächste Runde und deswegen schmeiße ich dich jetzt, also ich verabschiede aber dich. Aber meinen Snack mit. Ja, du darfst den Snack mitnehmen. Sehr gut. Ich behalte meinen hier. Und wir zwei haben dann gleich schon das nächste Date, Manu. Dankeschön an dich und ja. Tschüssi. Sehr gut. Genau, wir gehen in den Workshop wieder. Wir gehen in den Workshop. Lass mich mal ganz kurz erstmal ordnen hier. Ich habe alles durcheinander gestellt und jetzt steht auf meinem Programm, steht hier in meinem Käse. Das ist ja auch ganz klassisch. Entschuldigung, ich muss immer mal... Käse und Trauben, das wurde auch wurde sehr neidisch beliebäugelt im Chat. Ja, auch zu Recht. Und wenn ich das sehen wollen, also wenn ich das sehen würde, dann würde ich mich auch beneiden. So, ich muss ganz kurz umstöpseln. Ich weiß, das ist ein bisschen unsexy jetzt, aber ich muss hier an den Rechner rein. Manu, erzähl doch mal noch was Spannendes, bitte. Ja, wir gehen jetzt wieder in den Workshop. Das heißt, wir